Ich begrüße alle Zuschauer heute hier aus der Auferstehungsgemeinde in Uetzingen. Wir sind sehr gerne ein Teil dieser ermutigenden Andachtsaktion des Kirchenkreises Walsrode. Was uns als protestantische Christen unterschiedlicher Prägungen eint, ist das Erbe der Reformation, die Bibel, übersetzt ins Deutsche von Martin Luther. Ich bin gerade in so einer bedrückenden und auch erschreckenden Zeit sehr dankbar, dass diese Bibel, das Wort, in dem Gott sich uns Menschen zeigt, nicht von Wohlstandschristen berichtet, denen es gut geht, denen alles gelingt, sondern im Gegenteil von Menschen, die unter schwersten Bedingungen in ihrer Hoffnung auf einen lebendigen Gott nicht enttäuscht wurden. Sei es das Volk Israel auf der Flucht vor ihren Unterdrückern oder Hiob, dem alles genommen wurde, Jesus selbst, der einen furchtbaren Leidensweg ging, oder Paulus, der Schiffbruch erlitt, unter Verfolgung stand, mehrfach im Gefängnis saß und letztendlich keines natürlichen Todes gestorben ist. Auch fast jedes Lied in den Psalmbüchern beginnt mit Klagen über widrige und teilweise lebensbedrohliche Situationen und wendet sich im Verlauf zu einem dankbaren Lobgesang. Was alle Berichte gemeinsam haben, ist, dass das Vertrauen in einen Gott, der da ist, der mittendrin ist und hilft, nicht enttäuscht wurde, sondern im Gegenteil zu Hoffnung und Freude der Betroffenen führte. Wer mich kennt, der weiß, dass ich die Gospelmusik der Afroamerikaner besonders schätze. Diese Musik der ehemaligen Sklaven, die entwürdigt, unterdrückt und auf grausamste Weise ausgebeutet wurden. Sie fanden durch die Bibel und besonders die Geschichte des Exodus des hebräischen Volkes aus Ägypten zu einem Gott, der sie nicht verlassen hat. Diese Hoffnung drückt sich in ihren Liedern aus. Und wenn wir sie noch heute hören, sind wir zutiefst berührt. Ob Go Down Moses, Swing Low Sweet Chariot oder Amazing Grace. Man spürt den Songs eine tiefe Lebenserfahrung ab, die zeitlos ist. Hiob sagt am Ende seiner schweren Prüfung: Bisher kannte ich dich nur vom Hören sagen, jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Kann es sein, dass wir auch heute in 2020, in Corona-Zeiten, diesen feuererprobten Schatz haben, hier und jetzt? Kann sich unsere Angst tatsächlich in Hoffnung verwandeln? Und wie soll das gehen? Ich denke, durch einfaches und kindliches Vertrauen. Wenn wir von der Güte Gottes hören, dass er sich unser Vater im Himmel nennen lässt und wir ihm als seine Kinder einfach unseren Glauben schenken, trotz Angst und Sorge, dann geschieht etwas in uns, von dem schon viele Christen berichtet haben. Wir bekommen Hoffnung und neue Kraft. Ja, regelrecht Freude, keine oberflächliche Freude, aber eine tiefe Geborgenheit unserer Seele. Ich selbst habe das auch oft erlebt, deswegen stehe ich hier und möchte davon erzählen. Jesus sagte in Johannes 16, Vers 33, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Bald feiern wir Ostern, das Fest der Auferstehung Christi. Er hat das Unmögliche möglich gemacht, er hat den Tod überwunden. Wir brauchen keine Angst mehr haben, sondern können uns sicher in ihm getröstet wissen, in der Welt habt ihr Angst, aber... The sound.
Lass uns zusammen das Gebet sprechen, das Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, im Himmel so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und wir beenden mit dem Segen aus Philipper 4, Vers 7. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.